so wie die aussehen, nicht. Die haben das wahrscheinlich mitgenommen, Brüder, und sind dann was verflucht ihr, geworden. Was ist wirklich auf dem Schiff passiert? Das Schiff fuhr nach San Francisco, aber es kam von einer Wasseraufbereitungsanlage in China. Von dort kam anscheinend auch das Mandschurei-Gold. Die Zeitung war von 1947. Das Gold will doch keiner. Hm. Ja, wow, das zu sagen ist ja... Also, wow, guckt, hört ihr die Antwort jetzt an. Das ganze Schiff ist seltsam. Ja, dreckig, offensichtlich. Schwebend, seltsam. Und ich hasse es. Es ist schwer zu sagen, was real ist. Das ist wahr. Weiß jemand, was mit der Besatzung ist? Sind die mit einem Rettungsboot abgehauen? Das ganze Schiff stinkt nach Tod. Es ist wie ein Grab. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Nee. Doch. Oder ich springe einfach hoch. Zack und dann. Hey. Easy. Wie wär's mit etwas Hilfe? Nee. Ich glaube, da geht's nach oben. Hilf mir hoch. Boah, hätte ich nicht gedacht. Nee, weißt du, wenn du da oben rauskommst, bist du unter uns. Aber ob der einen hier nicht kalt ist, also die ich gerade spiele, ist Fliss. Ja, der andere auch, die hat ja auch bauchfrei und alles. Ja. Die könnte das zumachen, aber nö. Ah, hä? Oh, okay, den holen wir auch noch hoch. Ich darf irgendwie nichts machen. Danke dafür. Schwarz? Ah. Ah. Warum war jetzt der schwarze Bildschirm? Keine Ahnung. Hä? Hey, ach so. Jetzt Conrad verfolgt. Okay. Hä? Hey, kann ich mich nicht dran erinnern? Oder? Doch. Nee, weiß ich nicht. Hey, kommt her. Warum wollen wir uns jetzt seine Leiche angucken? Ja. Okay, ich halt bereit für Quick Times. Komm, drück doch. Ach du, drück, Spam. Ja, 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 starkes Mädchen. Schön. Huh? Der regelt sich einfach vor. Ja, einfach reiner. Und jetzt lässt die Tür zufallen. Bam. Boah, da drückt was gegen. Ach, da oben. Das ist eine gute Idee, mal hier reinzugehen. Ja, einfach rein. Alles klar. Drin ist immer gut. Ne? Wo sind die anderen? Wie schnell sind die? Also, wir sind viel, viel langsamer als die. Hi! Hi! Na du? Du da unten. Ich geh mal hier zur Tür. Oh, ich will nicht allein. Hallo Tür? Ich glaube, ich brauche eh wieder Hilfe dabei. Von dir, du Starke. Ist zu. Ein Bild? Oh, Bild. Ja, Videofrequenz. Jetzt kommt eine Videofrequenz 100 Pro. Habt ihr das Funkgerät? Nein, noch nicht. Ich will erst jetzt gucken, was passieren könnte. Okay. Sollen wir das auch verhindern oder ist uns das wurscht? Ich würde sagen, das ist uns Wurst, oder? Der knallt sich ab, okay. Hypothetisch, aber es könnte doch sein, dass das wieder nur eine Hallo ist. Und wir sind das. Einer von uns ist, der sich selber eine Kugel geben will. Okay, wow, hat die mich kurz erschreckt. Wie kommt die immer so weit nach vorne? Die ist creepy. Die ist creepy. Ja. Da ist was. Da ist was. Nee. Ich will sie. Ja, dein Gesicht, ich bin in deinem Kopf. Ah, jetzt. Guck's dir an. Warte mal, hey, was passiert hier? Er nimmt mir wieder den Zettel weg. Ey, und ich kann nichts machen. Abgetrieben, dichte Wolken. Sie konnten sich nicht orientieren. Nimm mir meine Zettel weg. Oh. Oh. Was? Guck mal. Hier ist einer tot. Ich habe irgendwas gefunden, glaube ich. Ach, der Funkgerät. Das Funkgerät. Cool. Das Ding funktioniert echt noch. Oh, Funktechnik hat sich in 70 Jahren kaum verändert. Solange Saft da ist. Ich probier's mal. Ach so, ja, ich probier's mal. Ach so, du darfst drehen. Hallo? Ah, es geht doch. Ja, aber wir wollen kein Radio holen. Weiter. Ein Zahlensender. Warum geben die Zahlen durch? Hä, wie ein Zahlensender? Was ist das? Militärkanal. Militärkanal? Fragen wir nach Hilfe.
Hört sich an wie ein Alien-Kanal. Boah, haben die eine Verbindung. Hey, hört das jemand da draußen? Hallo? Empfang. Ah. Empfang, over. Oh, scheiße, da ist wer. Ja. Oh, aufpassen. Oh, direkt das hier. Falls uns jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. Unsere Koordinaten sind ungefähr 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Bitte, kommen Sie schnell, wir sind in Not. Perfekt gesagt. Ihr habt doch sicher Aufzeichnungen, oder? Wiederholen, hat er gesagt. Scheiße. Ja. Wir sind auf einem Frachter, verlassen, groß und alt. Wow. Hallo. Ich hatte jetzt nur noch panisch oder das. Bitte kommen. Aber ich glaube, ich habe das Richtige ausgewählt, weil wir haben die Koordinaten auch durchgegeben. Wir haben alles gesagt, wo wir uns vielleicht befinden können. Ich hatte halt immer Panik oder die andere. Ich habe immer das andere, was nicht panisch war. Seht mal hier. Genommen. Ist das nicht die Stelle, wo... Nee, da war eine Tür, oder? Du bist ja durch eine Tür Das ist... Hier ist die Stelle, oder? Ja. Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfunken will? Ich gehe. Natürlich. Ich schaff das. Ich sollte runtergehen. So, warte mal. Wen brauchen wir jetzt von euch nicht? Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Hä? Wie klingt Medium, Bro? Was soll denn... Wovon redest du? Du hast dich bewiesen. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Was? Bin beeindruckt. Hä? Ehrlich. Hä? Was sind die für ein Stuss? Ich glaube, er versteht es auch nicht. Was meinst du? Ah, nee, okay. Oh. Was? Nee. Ah. Ich mach das. Ich verliere dich nicht an dieses Dreckschiff. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein. Ich habe im Hintergrund die ganze Zeit die Maus. Ich schaff das. Glaub mir. Ach, du bist die noch, okay. Wo du guckst. Ich bin hier der Captain. Von irgendwas. Und der Captain sagt, ich komme definitiv mit. Irgendwas. Okay. Du und ich, Fliss. Scheiße, okay. Ja, ich durfte auch entscheiden, ob ich jetzt Alex darunter schicke. Oh. Okay, war kein Quicktime-Event bei mir. Bei mir auch nicht. Beide tot, super. Ja, beide haben tot. Noch mal zwei umgebracht. Zwei. ja, ich konnte halt entscheiden, entweder Brad oder Alex runterschicken. So, Fliss, okay, wir sind beide zusammen. Okay. Am Leben? Nee. Weiß ich nicht. Wir sind im Himmel. Oh. Da unten alles klar? Da ist Gott. Was? Kurz angebunden? Mir geht's gut. Könnt ihr was sehen? Kurz angebunden? Ich gehe den Generator suchen, damit wir das Funkgerät benutzen können. Ich warte hier beim Funkgerät. Ja. Okay. Mach das. Gut. Brava, Brett. Feiner Brett. Okay. Boah, hier überall so Pollen in der Luft irgendwie. Das sind wahrscheinlich Schuppen. Hast du schon mal Schuppenshampoo gehört? Hey, Güte. Sieht aus wie der untere Bereich des Schiffs. Haben wir schon mal was? Seid ihr auch runtergefallen? Sick Bay? Ach du Scheiße. Denk dran, 3A nicht reingehen. Ja, und denk dran, ASDW. Ich geh mal hier rein. Oh, das du kannst den Zettel haben. Ich will das da hinten. Wehe, das ist auch ein Zettel. Den mobst du mir sowieso dann. Den darfst du mir mopfen. Mopsen. Es hat hier wohl einen größeren Streit gegeben. 10 Tage Haft? Charlie hier musste ins Loch. Ah, 10 Tage Haft? Waren das nicht wir? Echt heftig. Hier ist der Safe. Ach, das ist meine Zelle. Das ist die Zelle von dir, ne? Ja, hier ist der Safe. Der ist noch immer zu. Ist offen. Und ein Zettel drin, ne? Protokolltreffen zwischen Wissenschaftlern, okay. Den mobbt sich jetzt. Hallo, war deine Zelle? Es war bereits ein geringer, signifikanter Halonisatz. Warte mal, ne? Okay. Die haben Versuche irgendwie durchgeführt, anscheinend an Personen. Ah, okay. Echt? Ich dachte, das wäre Militär und die hätten einfach so militärische Aufgaben. Wissenschaftlich. Irgendwas Wissenschaftliches. Wo bist du?
bisschen weiter. Ich bin jetzt Richtung meiner Zelle. Ich bin jetzt in meiner Zelle, in meiner alten. Ich weiß nicht, wo das war. Einfach weiter. Und dann, wenn du gleich Entscheidung hast, zwischen zwei rechts und links, Öffnung links reingehen. Hier ist noch immer die Leiche, die ich aus dem Schrank gefischt habe. Wow. Sieht die auch immer noch so gut aus? Sieht besser aus als damals. Also, hat sich gemacht. Fischsohn. Das war der Fischsohn, ja. Der zum Fisch werden soll. Vielleicht auch Aquaman? Aber die Tür, die war nie offen. Die. Gehen wir mal rein. Durch die konnten wir noch nicht damals. Hallo. Die war zu. Jetzt geht's hier nämlich weiter. Jetzt die Wahl zwischen weitergehen und runterlassen. Oh, runter. Ja, runterlassen. Vielleicht hilft uns das auch nachher. Ich lass ja runter. Schau dir das mal an. Oder? War das gut? Schau. Ja, woher sollen wir das wissen? Nee. Wir gehen runter. Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Ist wohl der Maschinenraum. Ja, stimmt. Gehen wir runter. Ich dachte jetzt, die sagt, ja, stimmt, Genius. Das ist so richtig herablassend. Du schlauer Kopf. Keine Leiter mehr. Wie? Hä? Ich kann mich hier fallen lassen. Hey! Aua, ja. Bist du okay? Ja, klar. Toll. Komm runter. Nee, bleib oben. Oder? Ja, dann. Keine Wahl. Dann komm noch mit runter. Stopp! Oh, keine Schuhe an. Die ist mutig. Keine Schuhe an. Ich hab dicke Hornhaut. Willst du ein... Gottverdammt! Was? Willst du einen Schuh von mir? Hast du das nicht gesehen? Nein, ich habe nur ein Geräusch gehört. Oh, es fängt an. Natürlich nicht. Was denn? Es fängt an. Ja, ich glaube, ich sehe zum ersten Mal seit langem wieder klar. Nichts hat mich angegriffen. Das Schiff hatte Mandschureigold an Bord. Das war in Wahrheit eine Art halluzinogene Biowaffe der Chinesen aus dem Zweiten Weltkrieg. Aha. Es war instabil und trat auf dem Schiff aus. Ob es noch hier ist? Und dieselbe Wirkung. Hä, woher wissen wir das jetzt alles? Paranoia, Halluzinationen. Genau das sollte das Zeug auslösen. Die Crew hat halluziniert. Wir wissen, dass sie Angst hatten, dass seltsame Dinge passiert sind. Oh, die Offiziere dachten, dass die GI sich nur vor dem Wachdienst drücken wollten. Nichts von diesem ganzen Scheiß ist real. Nichts davon ist wirklich hier. Ja. Könnte das irgendwie mit dem versunkenen Flugzeugwrack zusammenhängen? Ich weiß nicht. Das heißt... zum Kontakt mit dem Schiff und... Na, warte. Nur eine Theorie. Wow. Das heißt, wenn wir mal irgendwie Angst haben, immer ruhig bleiben. Also immer, ja. Ne? Also wenn unsere Charaktere Angst kriegen, dann... Ja. Müssen wir, ich glaube, den einen, den ich... Jetzt wirklich, ja? Den einen, den ich ertränkt habe, glaube ich. Das ist, glaube ich, einer von diesen Banditen gewesen da, diesen Piraten. Genau, was, wenn wir die sehen? Ja, die können wir abschlachten. Okay. Dann bin ich dabei, wach. Ja, diese böse Motorwerke Wandlin, Rotterdam, Niederlande. Dieselmotor. Jahr 1920. Typ L87CSE. Warum sind die Infos da? Ich versuche mir die dann zu merken, aber nee. Wir merken uns einfach mal, dass das aus Niederlande ist, okay? Ist nix guter Motor. Okay. Ciao, Maui. Wir sehen uns irgendwann. Auftrennen ist immer gut. Wir wissen ja, wir können eigentlich, sind das nur die Hallos. Also, wenn wir Hallos haben, ne, einfach mal so ein. Ja, einfach ruhig bleiben. So ein bisschen Luft einschniefen und dann geht das schon. Jetzt ist, bleibt die Maus wieder da. Was ist das? Okay. Ich kann dich eh nicht öffnen. Weg damit. Ah, ich kann es öffnen. Oh, ne, Alter. Ich hab glaube, ich bin. Was ist mit dir? Er ist hier. Wer ist hier? Klasse. Ah, und ich habe eine Taschenlampe gefunden. Er läuft noch. Er läuft noch? Ja, toll. Und warum läuft kein Strom? Dauernd ausfällt. Das Ding ist Short-Drive. Leg den Schalter um und dann weg hier. Leg den Schalter um. Gut gemacht. Also gut. Gehen wir wieder hoch. Also ich hätte dir das nicht zugetraut. Ah. Licht, das ist Licht! Ah ja. Sie mich. Der direkt bitte. Panisch. Der direkt panisch, ey. Wie ist Ihre Lage? Ja, scheiße ist die. Gefahr, okay? Wir Halluzinogene. Wir stecken jetzt in der Scheiße und brauchen Hilfe. Over! Ja, Mann. Ja, alles gut, Mann. Alles gut. Jetzt kann Lauf weg. Schon. Die Los. Kommen. Alles gut. Mann. Die schicken jetzt ein Rettungsteam. Ja, super. Die auch an Hallunisatz. Dings da leiden und sich gegenseitig abschlachten. Ja, gut. Dann haben wir halt die Arschkarte. Bringen sie so Panzerfäuste mit, Maschinengewehre, knall alle hier gegenseitig ab. Ja, aber es ist ja nur, wenn wir weiter reingehen und das einatmen, glaube ich. Das Kreislaufgerät. Ey! Das haben die Fischer wohl von der Duke.
Krass. Ob es noch funktioniert? Vielleicht noch ein paar Minuten Luft übrig. Lohnt sich das denn? Für was? Das hält uns doch nur auf. Oh, okay. Und? Das Ding kommt mit. Bei dem Wasser ist es bestimmt nützlich. Ja. Ja, ich muss jetzt entweder die Wahl jetzt mitnehmen oder da lassen. Ja, mitnehmen hätte ich auch gemacht. Ist das jetzt die Szene, wo der sich einen Headshot gibt? Ah, er hat Hallus. Ja. Ja, wow, wow. Ich glaube, der ist tot, du. Weiß er das? Oh, brauchen wir das denn noch? Ja, ne? Ja. Dieses Lego-Klötzchen. Ja, ja, wir brauchen Lego, damit wir uns mal ins Boot basteln können, Lara. Okay. Oh shit, aufpassen. Finger bleiben auf der Tastatur. Oh, das Zeug. Er atmet's ein. Boah, hier nimm mal so einen riesigen Schniefer jetzt. Jetzt ist er dicht. Er ist dicht. Ja, ja. Quicktime, pass auf. ASDW. Okay, ruhig, Mo. Aufpassen jetzt. Oh mein Gott, gut gemacht, nice, Mann, nice. Junge. Gut gemacht. Mein Herz hat gerade genau im gleichen Rhythmus geschlagen. Ja, war auch im gleichen. Oh. Der hat uns voll mit dem Hammer draufgehauen. Ey. Aber atmen wir das nicht gerade auch ein? Ja, stimmt, das ist eigentlich richtig dumm gerade, was wir machen. Das ist richtig dumm. Müsst ihr hier nicht das Ding liegen? Gib mir diese Atemmaske, Mann. Gib mir die Atemmaske. Ey, wir dürfen jetzt nicht einatmen. Lass weiter. Wo ist denn jetzt eigentlich das Luftgerät, das wir gerade noch mitgenommen haben? Ja, ne? Oh, ja, geh noch näher ran. Scheiße. Ah, ist er das wieder? Was ist jetzt mit dem? Ach, da ist es. Okay. Was hättest du machen können? Ansehen oder rennen. Ach, ansehen, okay. Ich wollte die Leiche angucken. Okay. Ja, das gleiche hatte ich mal mit dem Schrank. Da habe ich auch gedacht, da wäre was, aber war einfach nur ein leerer Schrank plötzlich. Ich dachte, da wäre vielleicht irgendeine Waffe drin oder so. Oh. Ich werde euch finden, ihr kleinen Scheiße. Du gehörst mir und ich. All das gut zu teilen, ne? So. Das muss doch wohl genug für alle da sein. Oh, aufpassen. Genug. Die Hände hier zusammen hin, oder? Aber ihr wollt mich ausbooten. Nein, nicht das schon. Boah, geht das schnell. Gold kriegt, lasst ihr mich lieber hier krepieren. Aber ich bin der Captain. Ich hab das Sagen. Und ich entscheide, wer wieder geht. Gut gemacht, Mo, gut gemacht. So stolz auf uns. Such die richtige Entscheidung, bitte.